Das Wien-Jahr 2017, es war ein bisschen eine Turbulenz gewesen. Zuerst hat es einen schlimmen Frost gegeben, dann hat Hagel an den Reben zugesetzt. Jetzt, heute, ist die Schaffhausen die Jungwein-Degustation und wir reden über die Degustation mit dem Markus Leumann, Rebbaukommissär von der Kanton Thurgau und Schaffhausen. Grüezi wohl, Herr Leumann. Grüezi wohl, Frau Zaug. Jetzt zuerst mal zu dieser Jungwein-Degustation. Der Anlass, der ist ja fast wie so ein bisschen geheim. Also alles hätten wir jetzt hier nicht dürfen filmen. Vielleicht können Sie schnell erklären, wieso ist das etwas, ja, wo ein bisschen ein Geheimnis ist? Ja, es ist nicht ein Geheimnis an und für sich. Es ist einfach eine geschlossene Runde. Da sind Kellermeister unter sich. Da redet man über die Herausforderungen, die das Jahr 2017 mit sich gebracht hat. Das ist jedes Jahr der Fall. Was ist das, was hat die Jungwein-Degustation für einen Stellenwert für die Branche? Die hat, glaube ich, einen wichtigen Stellenwert. Es geht so ein bisschen darum, Betriebsblindheit auch irgendwo umzugehen, Feedback zu bekommen, wissen, wo man steht. Und darum ist heute auch sehr gut besucht. Wir haben ein volles Haus. Für jemanden, der das nicht kennt, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Es ist so, dass wir heute 30 Wein degustieren. Jeder Kellermeister hat mindestens einen Wein mitgebracht. Und dann wird das einfach degustiert, kommentiert, blind. Und man bekommt Feedback über direkt und ungeschönt. Wenn wir jetzt auf das Jahr 2017 zurückschauen, was sind da also die grössten Herausforderungen im Rebbau? Ja, da hat es diverse gegeben. Es war nicht ein einfaches Rebjahr. Es war der Frosch. Es war aber zum Glück ein schöner Sommer. Der Herbst war auch nicht so schlecht. Aber die Menge fehlt einfach. Die Menge ist die Herausforderung dieses Jahr. Und aus dieser kleinen Menge etwas Gutes zu machen, ist gar nicht immer so einfach. Wenn es aber eine kleine Menge hat, also weniger Wein, dann heisst das ja nicht, dass der unbedingt schlechter sein muss. Nein, im Gegenteil. Es ist einfach der Umgang, wenn man auf Menge wartet und das Maximum rausholen will, daraus, dass auch der Konsument etwas Schönes hat, dann ist das eine Herausforderung. Man hat immer etwas mit genug Menge auch die Herausforderung. Damals ist es anders und das wird vielleicht auch der Konsument merken. Jetzt haben Sie ja schon einen ersten Einblick bekommen, vielleicht ein erstes Fazit. Was lässt sich über den neuen Jahrgang bis jetzt schon sagen? Es ist noch recht früh, oder? Wir sind früh im Jahr, bis die Weine in Verkauf kommen, ist es so, da geht noch 3-4 Monate sicher. Wir sind bei den Weissen jetzt, die Roten sind, brauchen sowieso noch länger. Es hat ganz schöne Sachen drunter. Die Menge ist einfach klein. Wir haben auch darum zum Teil nur einzelne Spezialitäten da. Insbesondere Pinot Blanc scheint mir ganz etwas vielversprechendes zu geben. Eine neue Sorte. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wenn Sie sagen, es wird weniger Wein geben, heisst das automatisch, der Jahrgang 2017, der wird besonders teuer? Das wird sich zeigen, das kann ich Ihnen nicht so sagen. Da sind jede Kellerei ist frei, wenn sie dann die Preisgestaltung macht, aber es ist sicher eine Fragestellung, die berechtigt ist. Vielen Dank, Herr Leumann. Bitte, gern geschehen. Wir gehen jetzt gerade noch weiter und reden mit einem direkt Betroffenen. Eben, wir haben gehört, da treffen sich heute auch Kellermeister, die wirklich dann mit diesen Trauben arbeiten. Und mit einem von denen können wir jetzt reden. Herr Fuchs, darf ich Sie gerade stören? Ja. So, jetzt geht's ernst. Hallo. Das ist der Michael Fuchs. Sie sind von der Weinkellerei GVS Schaffhausen. Grüezi wohl. Hallo, Tag miteinander. Jetzt würde ich mal von Ihnen wissen, Sie, die jetzt direkt mit dem neuen Jahrgang auch arbeiten, wie haben Sie das Jahr 2017, wo ja vielleicht ein bisschen schwierig war, erlebt? Ja, es ist schwierig, weil wir all den Frosch hatten, also wo die Treppe austrieben hatten und alles braun worden ist, haben wir eine große Sorge im Keller, dass wir gar kein Wein bekommen. Wir waren dann sehr glücklich, dass die Treppe nochmal austrieben hat und auch schön drüber gezeigt hat. Also im Sommer hat es dann doch viel besser ausgesehen, wie wir mal befürchtet haben. Wir haben eine kleine Ernte geerntet. Wir haben nur 70% von dem, was wir eigentlich erwartet haben. Aber 70% ist immer noch super, wenn man eigentlich Angst hat, es kommt nur noch 30. Also dann sind wir zufrieden. Wir haben einen schönen Sommer gehabt. Da waren schön keine Riefe. Es war ein wenig schade, dass dann im August die Hagelstürme noch über Schaffhausen gezogen sind. Das hat nochmal ein wenig Probleme gemacht. Jetzt sind wir gerade an der Jungwein-Degustation. Jungwein kommt schön. Es gibt schöne Wein, fruchtige Wein. Wir haben Freude an der Wein. Es wird so sein, dass wir mit einem kleineren Ernte haushalten müssen und hoffen, dass 2018 dann wieder was Normales. Das heisst, das Hauptproblem ist schon die Menge. Menge ist sicher das Problem, zumal ja auch heute viel Wein
weiterverkauft wird in der Großhandel, wo man ja auch gerne Schaffhauser Weinbott kaufen. Und wenn dann dort Menge fehlt, ist immer die Gefahr, dass die Abnehmer dann sagen, ja, wenn man nicht mehr liefern kann, dann nehme ich einen anderen. Und da haben wir dann schon wegen Angst. Jetzt haben Sie gesagt, Sie hoffen auf ein besseres 2018. Wie wäre denn das, wenn es jetzt nochmal so ein Jahr geben würde wie letztes Jahr? Das wird die Situation dann klar noch mehr verschärfen. Es wird die Bestände noch mehr zusammenschrumpfen. Und das ist dann ganz schwierig. Wir leben ja klar von der Natur. Wir leben ja auch davon, dass wir Wein haben, wo wir dann verkaufen können, wo wir machen können. Also müssen wir mal beten, dass es nicht kommt. Aber könnte man das verkraften in der Branche oder wäre das wirklich dann irgendwie, wären wir dann mal schon bei einer existenziellen Frage? Ja, es kommt immer auf die Firma an und gerade die jungen Firmen oder die, die viel investieren, für die ist es dann existenziell. Die GVS Weinkellerei wäre es auch schlecht, aber wir haben ja noch ein Handelssortiment, wir sind breiter abgestützt. Aber sicher wäre es nicht schön, wenn es passieren würde. Jetzt ist ja heute eine Jungwein-Degustation. Sie haben schon so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Vielleicht abschließend, was können Sie sagen, der neue Jahrgang 2017, wie steht es so um den? Ich glaube, es gibt einen schönen Jahrgang. Die Leute können sich freuen auf den Wein von 2017. Man hat ja mittlerweile sehr viel Sortenvielfalt in Schaffhausen. Es gibt interessante Weine, es lohnt sich, die jetzt zu probieren und dann später, wenn es kaufen geht, bald mal zu kaufen, weil es kann schon sein, dass die nicht allzu lange auf dem Markt sind. Herr Fuchs, danke Ihnen vielmals für die Auskunft. Danke auch, schönen Tag noch.